Oder übersehe ich hier einfach gerade knallhart irgendwas? Ziehen das Ding mal wieder hoch. Das unten bei uns. Also wir kommen halt auf jeden Fall zu der Leiter, ne? Nur was er daraus macht, ist halt die Frage. Ich check's gerade echt nicht. Weil hier unten geht's ja auch einfach überhaupt nicht weiter. Kriege ich denn den Köter da jetzt hin? Na, warte mal, kann ich das Ding vielleicht auch irgendwie in Bewegung, in Schwingung versetzen, dass er rüberspringt? Ich zweifle da jetzt einfach mal dran. Das können wir nämlich echt beim besten Willen nicht. Warte mal. Nee, da kommen wir auch gar nicht dran. Was? Ich muss nochmal fudeln, Freunde. Oder nee, ich mache erstmal die Fudeltaube. Fenster. Ja, und davon habe ich jetzt was genau? Ich komme da ja, glaube ich, nicht durch, ne? Ich verstehe es wirklich nicht, Leute. Ihr könnt mich für dämlich halten, aber ich check das nicht. Also müsste das Kackgas doch irgendwann hier auch mal rausziehen. Ich meine, hier ist der Durchzug jetzt. Ja, bitte, zweite Hilfe. Ist mir egal. Und da soll ich jetzt was dran machen können, oder wie? Da komme ich doch gar nicht dran. Wie soll ich denn da dran kommen? Ich meine, das ist ja schön und gut hier mit dem Ding. Der müsste, wenn, noch ein Stück höher. Nee, höher geht er aber gar nicht. Das ist ja der Witz an der Sache, scheinbar. Er geht ja nur auf die Höhe. Also er muss unten sein, oder wie, oder was? Ja, daran soll es nicht scheitern. Runter kriegen wir den wohl. Puh, ey, eine ganze Folge nur hier in diesem Nebelscheiß verbracht. Glaube ich, bei Ultimo Ratio. Kletter wieder hoch oder was? Euer Ernst? Komm rein da. So, ich stelle mich jetzt besser nicht da drunter. Okay, dann gehen wir doch. Willst du mich verarschen jetzt? Wie? Ja, dann lass mich hoch. Ich hoffe, der kriegt mich da jetzt auch gleich. Also kriegt das dann gleich auch wieder runter.
Hey, Wall! Hopp, hopp, Wall! So, da kuttet. Aha. Alter Verwalter, du. Hey, mal los. Guter Hund. So, jetzt müsste mich nicht alles täuscht. Muss ich doch da unten die Bombe, die Granate treffen, oder? Okay. Meine Güte, war das eine schwere Geburt jetzt. Leck mich fett, ey. Ja, und jetzt haben wir wieder random Frame Drops. Einfach weil wir es können. Scheiße. Hier hoch. Frage, was hängt denn da jetzt am Haken? Nichts. Toll. Warte mal, hier können wir raus. Hier wieder so ein Eimer. Okay, den müssen wir wahrscheinlich an den Haken hängen. Was anderes würde mir jetzt ad hoc nicht einfallen. Puh, lecko mio. So, zack, da dran. Rein da. Dann rüber. Und hoch. Ich glaube. Denke einfach mal. Ich denke. Ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, so wie wir es hier machen. Scheint auf jeden Fall halbwegs Sinn zu machen, glaube ich. Wo ist er jetzt? Hä? What? Das jetzt alles so genau? Ja, gib mal hin. Danke, das wissen wir. Aber das bringt ja gar nichts. Das ist ja, glaube ich, auf der gleichen Höhe, wie er vorher schon war. Und sitzt jetzt mit dem Korb auf dem Boden. Toll. Bringt uns jetzt halt nix. Rein gar nichts. Er ist jetzt halt vor uns, aber er kann halt trotzdem halt nix. Blöder Hund. Rein. Ich hasse das, wenn ich nichts sehe, ne? Da komme ich gar nicht drauf klar. So, jetzt ist er irgendwo oben. Ich meine, ich kann ihn zu uns rüberholen, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Dein Ernst, Hundevieh? Hä? Ja, hä? Genau das denke ich mir auch gerade.
check es einfach nicht. Diese Frames machen mich echt wahnsinnig langsam. Sorry, das Let's Play wird 1000 Folgen haben, weil ich im vierten Kapitel einfach unfähig war. So, komm. Rüber. Kein Plan, was du da sollst. Hä, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist ja angeblich hier der... Wenn ich hier halt... Guck mal, wir sind jetzt genau an dem Durchgang, wo wir laut Spiel sein sollten. Guck mal hier. Genau hier stehen wir. Nur, dass im Spiel halt A, viel mehr Rauch ist. Ja, toll. Und B, da oben ist jetzt... Ich check das nicht, ne? Ich habe ja auch nichts mehr, womit ich werfen könnte. Sonst könnte ich das Fenster da oben ja auch einwerfen. Aber hier ist ja nichts. Das wurmt mich halt gerade so ein bisschen. Ah. Hier ist ja nichts. Mann. Augen auf den Verkehr. Augen auf den Straßenverkehr. Nee, erste zwei. Jetzt. Super. Und gucken. Öllampen. Die Elektrifizierung war noch nicht weit vorangeschritten. Aber Kerzenlicht und Öllampen gab es allerorten. Die Glasabdeckung konnte man abheben, um den Docht anzuzünden. Die Lichtmenge konnte man über die Lampen einstellen. So. Nein, zwei. Ja, genau. Was ist das da noch? Kaffeebohnen. Kaffee wurde in Form von Bohnen verkauft, die wieder gemahlen, die weder gemahlen noch geröstet waren. Normalerweise bereiten die Krämer das Gebräu für ihre Kunden auf. In Frankreich wurde der Kaffee in Privathaushalten auch in Peugeot-Kaffeemühlen gemahlen. Die kennt man ja heute noch. Warte mal. Ist das noch runter wieder? Ja, ich könnte das zwar auch machen, aber ich lasse das lieber den Hund machen. Das ist ja viel. Okay, wir können nur übers Dach, der Hund kann unten schon rein. Ja, was soll ich denn machen, Mädel? Ich muss ja hier lang, das Spiel sagt. Boah, dieser Nebel, der geht mir ja sowas von auf die Eier, ne? Ja. Toll. Boah, das... Also ganz ehrlich, ich fand das Spiel echt super, aber das regt mich hier gegen Ende eigentlich nur noch auf. Moment. Wir sind zwar in der Flamme, aber wir haben immer noch Zeit zu lesen. Pfeifen wurden in den Gräben aus Holz und Pferdeknochen hergestellt. Die Tagesration eines Soldaten umfasste nicht nur Essen, sondern auch etwas Tabak. Viele Soldaten rauchten... Oder kauten Tabak, um den Geruch der verwesten Leichen zu bedecken. Aber wir haben diesmal endlich alle Objekte in diesem Level gefunden. Das ist ja auch schon mal viel wert. Aber es geht mir gegen Ende jetzt wirklich... Also es ist nicht das Spiel an sich, aber es ist dieser dämliche Rauch. Der mir doch arg auf den Keks geht. Und immer dieses... Man möchte wohin, man kann da dann wieder nicht hin, weil da irgendwas vorsteht. Eieieiei, da werde ich, schnell biestig. Ich höre ja auch, wo es herkommt.
So. Toll, jetzt sitze ich im Keller. Marie! April 1917. Emil war immer noch krank. Doch der General brauchte jeden Mann, der stehen konnte, um seine Großoffensive zu beginnen. Die alles entscheidende Schlacht, die das Ende des Krieges herbeiführen sollte. Ist Karl jetzt echt tot? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Spionage und Aufklärung. Der Macht von Informationen und Desinformationen waren sich die Generalstäbe auf beiden Seiten schon früh bewusst. Ballons, Zeppeline und Flugzeuge überflogen feindliches Gebiet und hielten Truppenbewegungen fest. Im Hinterland wurde Jagd auf Spione gemacht. Man versuchte außerdem, die Oppositionsbewegungen des Gegners zu unterstützen, um die stabilen Staaten zu erschüttern. So halfen die deutschen militanten Iren und trugen zur Oktoberrevolution in Russland bei. Die wohl berühmteste Spionin der Zeit war Lahari. Offensive am Chemin, ich glaube es ist Chemin, ne? Das ist wirklich ausgesprochen, Dedans. Angesichts seines Erfolges in Verdun wollte General Nivelle im Frühjahr 1917 eine Offensive mit Schwerpunkt am Chemin de Dam nördlich des Altnubtals. Keine Ahnung, Französisch ist echt lange her, beginnen. In den Jahren befand sich dieser Höhenzug in deutscher Hand. Die Stellungen waren stark befestigt und es gab ein sehr effizientes unterirdisches Gangsystem. Am 16. April 1917 wurde zum Angriff geblasen, der jedoch schnell stecken blieb. Innerhalb von wenigen Tagen starben 200.000 Mann. Auf französischer Seite kam es daraufhin zu Meutereien. Diese fehlgeschlagene Offensive wurde zum Symbol für die sinnlose Gewalt des Grabenkrieges. Ready! Oh, ready! Ready! Oh. Text von It's a long way to Tipperary. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary, es ist ein weiter Weg, es ist ein weiter Weg nach Tipperary zum süßesten Mädchen, das ich kenne. Auf Wiedersehen, Piccadilly, auf bald, Leicester Square. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary, vom Herzen, aber mein Herz ist bereits dort. So. Straps, Signor Emil. Keiner ist mehr motiviert, keiner möchte mehr in die Schlacht ziehen. Es ist nur blutend um einen rum. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich da noch jemand irgendwie motivieren konnte. Lauf doch selber, genau. Die sind am Ende, die Jungs. Und tot.
soll man denn da durchkommen? Achso, ich muss warten, bis der nachlädt.